Denk mal, heute sind sie ein bisschen freundlicher. Ja, ich fürchte. Gucken wir mal. Wir gucken jetzt mal nach der Bulette. Leo, komm. Aus der Bulette wird dann noch eher eine Currywurst. Ausreichende Stärkung für die nächste gemeinsame Etappe. Die beiden wollen weiter nördlich zum Schalsee, den größten und tiefsten Klarwassersee Norddeutschlands. Aufbruch im Morgengrauen. Am Schalsee sollte man den Sonnenaufgang nicht verpassen. Ein unvergessliches Erlebnis. Markus Lanz ist passionierter Fotograf und Andreas hat ihm ein paar spannende Tierbeobachtungen versprochen. Mit dem erfahrenen Fischer Jan Poggensee geht es hinaus. Die Stimmung ist unvergleichlich. Und während Jan seine ausgelegten Netze ansteuert, gibt es einiges zu sehen. Jan hat viel zu erzählen. Er ist Fischer aus Leidenschaft. Und da Jan seinen Fischergehilfen heute nicht mitnehmen konnte, geht Andreas ihm beim Einholen der Netze zur Hand. Der Schalsee ist fischreich. Im Fang sind ein paar edle Prachtstücke dabei. Und das ist ein richtig teurer Fisch hier, ja. Diese Edelmarine. Ja. Hast du die schon mal in deiner Kochsendung behandelt? Ja. Ja? Ja, ja. Nee, jetzt wirklich? Ja. Weil es unglaublich schmackhaft. Das ist alles eine Größe. Wie kommt das? Das kommt, weil man durch Stellnetze sehr selektiv fischen kann. Aha. Also je nach Maschengröße. Ja. Yeah. Und du hast die Maschengröße jetzt so gewählt, dass du praktisch nur diese großen Edelmarinen fängst. Und die, kleinen Marinen würden durchschwimmen, oder? Eine kleine Marine schwimmt hier durch die Masche durch. Ah ja. Das war richtig doll heute hier. Ja. Ja? Ja. Und warum ist auf meiner Seite nie was drin? Hat das was zu bedeuten? Ja, aber jetzt im Moment. Weil du so viel laberst. Ach so. Stimmt, beim Angeln soll man immer ruhig sein. Plötzlich die ersten seltenen Vögel, die sich hier in der Morgendämmerung blicken lassen. Du, da vorne sind Zwergmöwen. Zwergmöwen? Ganz selten, ja, Zwergmöwen. Es ist ganz selten, dass du die auf dem Binnengewässer siehst. Die sind meistens nur an der Küste. Ich will dich nicht verscheißern. Zwergmöwen, ja? Ja. Die sehen aus wie kleine... Ja, wie eine normale Möwe sieht die aus. Ja, wie eine Lachmöwe sieht die aus, aber nur in Mini. Fotografier sie, die kriegst du nie wieder hier. Oh, was ist das da hinten? Adler? Nee, ne? Aber großer Vogel. Sieht aus wie ein Adler. Da sind zwei Seeadler in der Luft. Sieht aus, als ob die Adler nach Beute Ausschau halten. Überwiegend leben sie von Wasservögeln, Blässhühnern, Enten, auch kleine junge Kormorane. Seeadler sind an diesen Seen sowas wie die Gesundheitspolizei. Und dann werden alle Zeugen einer Jagd. Ein paar Schnappschüsse später sind die beiden noch immer völlig begeistert von ihrer glücklichen Beobachtung, als ein zweiter Adler auf Fischfang geht. Der Höhepunkt kommt vor dem Abschied. Andreas, es waren herrliche Stunden. Es war ein Traum. Großartig. Ja. Vielen Dank. Ja, für dieses exklusive Vergnügen. Und den hier, ne, ja, nehme ich jetzt mit. Für Alfons Schubeck. Genau, ja, weil der Schubeck total auf Maränen steht, das ist wahr. Ja. Und der Lafer noch mehr. Ja. Ciao. Andreas, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ein toller Start für einen neuen Tag, den Andreas am Ufer des Schalsees verbringt. Der See war früher geteilt, die Grenze verlief durch seine Mitte. Nach unruhigen Zeiten ist die Region heute ein Biosphärenreservat. Mensch und Natur sollen miteinander leben. Na Cleo, hier gibt es bestimmt einen Schluck Wasser für uns, ne? Schönen guten Tag. Oh. Andreas Kieling ist mein Name. Ja, guten Tag. Ich wollte fragen, ob ich für den Hund und für mich einen Schluck Wasser haben kann. Aber selbstverständlich. Ja? Sie können auch eine Tasse Kaffee haben. Ja, das wäre natürlich super. Und ein Stück Kuchen habe ich heute sogar. Tja,
Tja, hier ist die Welt noch in Ordnung. Pommersche Landschafe, frische Kornäpfel, steht ein Nussbaum. Gleich gibt's eine Tasse Kaffee und ein Stück frischen Kuchen. Schöner Tag, so kann man's aushalten. Dankeschön. Sie sind ja ich lasse ja so schnell keinen hier verdursten und verhungern. Sie sind ja wie meine Großmutter. Jetzt wohnen Sie hier in einem der schönsten Seen Norddeutschlands und hatten aber die Grenze direkt vor dem Haus, konnten ja eigentlich nicht runter zum See. Ist schon ein bisschen verrückt. Damals, bevor der Zaun kam, fuhren ja auch manchmal welche mit dem Boot nach dem Westen. Ja. Da 48er schon. Ja. Und dann brachten die auch mit Glühbirnen. Und ja, wir hatten damals bloß eine Glühbirne. Und dann haben wir die ausgedreht, wenn wir in den Stall gingen. Tatsächlich. Und dann wurde die wieder eingedreht. Um sie zu schonen? Nein, also, um da Licht zu haben. Sie haben die Glühbirne mitgenommen? Ja. Vom Wohnhaus in den Stall und dann wieder zurück? Und abends ging das wieder zurück. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Und das holten sie vom Westen, weil es hier keine gab. Also bis zu der Zeit konnten sie hier unten im See schwimmen? Na, immer nicht. Wir mussten so aufpassen, dass die uns nicht erwischten. Das kostete 50 Mark Strafe. Baden im See? Ja. 50 Mark Strafe. Ja, weil hier ja noch kein Zaun war. Ne? Ja. Ja, aber wir gingen ja trotzdem noch manchmal hin. Aber als dann die Mauer sozusagen gebaut wurde, 61, da war Schluss mit Baden? Nein, oder? Da ging es auch noch weiter. Da haben die überall an der Landgrenze den Zaun gemacht, den 3 Meter hohen Zaun. Aber hier am See noch nicht. Das kam erst Anfang der 70er Jahre. Was war denn das eigentlich für ein Gefühl? Ich stelle mir das furchtbar vor. Es ist im Sommer heiß. Ja. Du möchtest zum See schwimmen und darfst nicht, weil da unten diese blöde Grenze ist. Weil wir nun hier nicht baden durften, in unserem schönen Schalsee. Dann nahmen wir unsere beiden Töchter und fuhren nach der Ostsee. Und haben da schön gebadet und kamen dann wieder zufrieden nach Hause. und guckten gegen den Zaun hier. Tatsächlich hatten die Bewohner des Schalsees den Zaun am Ufer satt. Sie konnten es kaum abwarten und begannen schon kurz nach der Grenzöffnung damit, ihren Zaun auszugraben und die Grenzbefestigungen abzureißen. Andreas muss sich zwar vom Schalsee, aber nicht von der Seenlandschaft verabschieden. Bis zur Ostsee sind es nicht mal mehr 100 Kilometer. Wasser gibt es hier genug. Auf dem Ratzeburger See findet gerade eine Bootsregatta statt. Ratzeburg ist eine Inselstadt und nur über 3 Dämme vom Festland aus zu erreichen. Aber die Gegend hat noch andere Attraktionen. Das ist eine Nandufeder. Hier am Ratzeburger See gibt es wildlebende Nandus. Das sind südamerikanische Laufvögel, die nicht fliegen können. Leute haben mir erzählt, dass vor genau 20 Jahren, im strengen Winter 89-90, Nandus in Schleswig-Holstein aus einem Gehege ausgebrochen sind und sind über den zugefrorenen See oder ein Gewässer hier nach Mecklenburg gekommen. Normalerweise hätte man die Tiere eingefangen oder abgeschossen, aber hier in Mecklenburg hat man sie gelassen und sie vermehren sich prächtig. Da hinten sind die Nandus. Wir haben sogar Küken dabei. Bei den Nandus ist es so, dass der Hahn und nicht die Henne brütet. Und der Hahn bewacht auch die Küken. Und zur Zeit der Aufzucht der Jungen ist er extrem aggressiv. Da sollte man nicht so nah rangehen. Nur allzu wahr. Eine Erfahrung, die Cleo schmerzhaft macht. Als sie sich den Vögeln nähert, wird sie attackiert. Der Vater des Familienclans liefert ihr eine Verfolgungsjagd und Cleo hat gegen den Vogel mit den kräftigen Klauen keine Chance. Sie sucht ihr Heil in der Flucht, aber er ist schneller und holt sie immer wieder ein. Hilflos beobachtet Andreas die Szene. Er ist besorgt. Aber der Nandu beruhigt sich wieder und Cleo hat Glück gehabt. Sie ist unverletzt. Nur der Schrecken sitzt beiden noch eine Weile in den Gliedern. Andreas ist jetzt doppelt vorsichtig. Aber mit Glück macht er dann doch noch ein paar Aufnahmen. Jetzt bin ich doch noch näher an die Nandus rangekommen, als ich dachte. Das sind unterschiedlich alte Tiere.
Die jungen Küken, die kleinen, sind höchstens 2,5 bis 3 Wochen alt. Und die beiden großen, naja, vielleicht 3 Monate. Natürliche Feinde haben die Nandos nicht. Deshalb kann ihnen hier auch nicht viel passieren. Selbst ein Fuchs oder ein Wildschwein wird sich an diese Gruppe da nicht rantrauen. Der Nandu-Papa mit seinen Kindern ist dennoch reichlich nervös. Zeit für den Rückzug. Wenige Kilometer weiter nördlich liegt Lübeck. Hier ist der Ostseestrand zum Greifen nah. Die alte Hansestadt mit ihrem Wahrzeichen, dem Holstentor und ihrem mittelalterlichen Stadtkern ist Andreas' letzte Station. Der größte deutsche Ostseehafen ist über die Trave mit dem Meer verbunden. Für Andreas sind es die letzten Schritte eines langen Weges. Und für Cleo natürlich auch. Langsam kündigt sich der Ostseestrand an. Bis zur Ostsee kann es jetzt nicht mehr weit sein. Ich bilde mir sogar schon ein, die See zu riechen. Und diese Wildrosen hier und der Sanddorn sind eigentlich klassische Zeigerpflanzen für eine Dünenlandschaft. Die verhindern Erosion. Tja, die Karte sagt, vielleicht noch 500 Meter. Cleo, dann sind wir da. Komm. Der Laufsteg zum Strand liegt genau auf dem ehemaligen Grenzstreifen und verleiht den letzten Metern die passende Kulisse. Und dann ist es endlich soweit. Fast ein bisschen schade. Cleo, schau dir das an. Wir haben es geschafft. Die Ostsee. Nach 1400 Kilometern. Ich glaube, da können wir ein bisschen stolz aufeinander sein. Hm? Na komm. 1400 Kilometer voller spannender Abenteuer. Quer durch Deutschland. Eine Reise mit interessanten Begegnungen und einmaligen Momenten. Erinnerungen, die Andreas so schnell nicht vergessen wird. Und eines ist sicher. Der ehemalige Grenzstreifen hat sich zu einem wahren Naturparadies entwickelt. Das grüne Band quer durch Deutschland war wirklich eine der schönsten Wanderungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich bin total beeindruckt, immer noch. So unterschiedliche Landschaften, so viel Kultur, unglaublich nette Menschen, Tiere, Pflanzen, die so selten sind, die ich selber vorher noch nie gesehen habe. Ich bin einfach beeindruckt und kann nur jedem empfehlen, ein Stück davon auch mal zu gehen. Jetzt erst mal eine Abkühlung und dann eine verdiente Pause nach der anstrengenden Wanderung. Andreas träumt schon von dem nächsten.